So, weiter geht's. Zu Elder Kill. Habe ich schon mal daran gedacht, Mods die neue Questreihe hinzufügen. Der Punkt ist, ich habe mehrere Fragen diesbezüglich und ich weiß nicht, wer mir diese Fragen beantworten kann. Mir wurde letztens gesagt, ich solle doch eine Shader-Mod einführen, von wegen Grafik-Mod, bla bla bla. Hat mir dann einen Link dazu geschickt. Die sieht natürlich ganz nice aus. Da dem ist nichts hinzuzufügen. Der Punkt ist aber, ich werde keine Grafik-Mod einführen. Aus dem simplen Moment, what? Aus dem simplen Grund, dass ich aus dem simplen Grund, dass ich mir das angeguckt habe und der Entwickler selbst meint, dass die Perform, also das enorm frisst, was fürs Aufnehmen nicht gut ist. Deswegen werde ich sowas wie eine Grafikmod oder eine Shader-Mod bei Skyrim nicht einfügen. Skyrim sieht so oder so schon geil genug aus, wie ich finde. Also ich meine, dafür, dass es von 2011 ist, ist es immer noch eins der hochwertigsten, beziehungsweise das hochwertigste Rollenspiel, was so zurzeit eigentlich auf dem Markt zu finden ist. Ich meine, gegen die Skyrim-Grafik kann man einfach nichts sagen. Ich bin keine Grafikschlampe. Also, so nennt man das ja. Das ist jetzt kein, das soll jetzt nicht böse gemeint sein, aber ich Ich bin, habe großen Respekt ja, vor sag Schule, ruhig, der wieder ich bin Geld nicht so jemand, verdient. der jetzt wirklich nur komplett auf Grafik achtet und deswegen lasse ich Skyrim grafisch genau so, wie es ist. Hallo? Was aber jetzt gerade hier von wegen, ob ich mal Quests, also ob ich Mods reinspiele, die ich bin richtig gut im Sätze vervollständigen, ne? Ob ich Mods installieren würde, die Questreihen hinzufügen würden. Da habe ich ein paar Fragen, was Mods betrifft. Weil zum Beispiel, inwieweit Mods Copyright-Probleme haben können. Und das ist eben die Frage, ob mir diese Fragen überhaupt jemand beantworten kann. Weil, ihr müsst wissen, ach, da ist das, okay. Mods sind natürlich von irgendwen gemacht und zwar nicht von den offiziellen Publishern, beziehungsweise nicht von den offiziellen Entwicklern, sagen muss man lieber so. Und es ist natürlich die Frage, ob das natürlich zur Privatisierung, natürlich kann jeder das spielen, sich die runterladen oder was weiß ich nicht, was muss nicht gezahlt werden. Es ist aber die Frage, ob man Videomaterial über diese Questreihen überhaupt veröffentlichen darf, theoretisch. Da müsste man sich Ich die bin Ter froh, dass ihr hier seid. Danke, ich habe dich nicht angesprochen. Du solltest nicht mit mir reden, Kalia. Es ist halt die Frage, ob irgendwo in den Nutzungsbedingungen drin steht, ob man das darf. Da sollte man sich nie immer zu sicher sein, ob man das überhaupt darf. Egal. Erstmal kümmern wir uns jetzt hier weiter um die Questreihe. Welche Bedeutung hat diesen Ort? Also normalerweise, um das kurz abzuschließen, genau, Krenn, das kommt auf die einzelnen Mods an, weil da muss man sich aber halt reinlesen. Und dann ist es halt die Frage, ob Leute mir bestimmte Questreihen-Mods empfehlen. Ich meine, wir haben auch so noch mehr als genug in Skyrim zu tun, so ist es nicht. Aber komplett abgeneigt bin ich nicht. Also das, um die Antwort zu geben. Komplett abgeneigt gegen Mods bin ich nicht. Welche Bedeutung hat dieser Ort? Dies ist das Hauptquartier der Nachtigallen, das die ersten von uns in den Berghang gebaut haben. Wir sind hierher gekommen, um uns den Vorteil zu verschaffen, den wir brauchen, um Mercer Frey zu besiegen. Was für ein Vorteil. Wenn ihr mir folgt, versuche ich es euch unterwegs zu erklären. Okay. Gallus, Mercer Frey und ich waren früher Mitglieder der sogenannten Nachtigall-Dreieinigkeit. Die Dreieinigkeit endete vor 25 Jahren, als Mercer Frey uns verriet, indem er Gallus erschlug und seine Leiche in die Ruinen der Schneeschleier Zuflucht warf. Gehört sie zur Diebesgilde? Gehört, hören Sie. Indirekt. Die Dreieinigkeit wird zwar meist aus Mitgliedern der Gilde ausgewählt, aber ihre Existenz ist ein gut gehütetes Geheimnis. Wozu sind Sie Die da? Nachtigallen schützen den Tempel der Nocturnal, der als Dämmergrab bekannt ist. Okay. Was wurde aus Mercer lebendig schnappen? In dem Moment, als mein Pfeil euch bei der Schneeschleier Zuflucht traf, hat mein Weg seine Richtung geändert. Vielleicht habe ich Mercer nicht lebend zurückbringen können.
Aber zusammen haben wir meinen Namen reinwaschen und Gallus Erinnerung Frieden geben können. Ich habe immer gewollt, dass die Gilde über Mercers Schicksal entscheidet. Und offensichtlich hat die Gilde ja gesprochen. Nee, die Gilde mag Mercer nicht mehr. Richtig. Wer ist Noctra? Sie ist die Geliebte der Nacht und der Dunkelheit und die Schutzpatronin jedes Diebes in Tamriel. Okay. Ich habe noch nie von einem Dieb getroffen, der jemanden feiert hat. Nocturnal legt keinen Wert auf Anbetung und Verehrung. Es gibt keine Priester und keine Predigten, keine Gottesdienste und keine Kollekten. Sie nimmt Einfluss auf unser Glück und erwartet dafür eine Gegenleistung. Hört sich nach einem guten Gildenauftrag an. Ihr seid näher daran, es zu verstehen, als euch klar ist. Der einzige Unterschied besteht darin, dass sie keine Bezahlung im traditionellen Sinn des Wortes verlangt und die Kosten manchmal recht hoch sein können. Ob es euch bewusst ist oder nicht, wie gut wir als Banditen sind, bestimmt allein Nocturnal. Ich verlasse mich nur auf mein Glück, nicht auf irgendwelche Kräfte oder Magie. Noch einmal, ihr müsst anders denken. Habt ihr denn noch nie beobachtet, wie sich unser Glück verhält? Ich habe immer Pech. Wie ein Novize, der ein unmögliches Schloss aufbricht, oder ein blinder Mann, der sich euch plötzlich zuwendet, während ihr nach seiner Tasche greift? Auf diese fast unmerkliche Weise übt Nocturnal Einfluss auf uns aus. Klingt, als würde es ihr Freude bereiten, uns leiden zu sehen. Die Launen Nocturnals sind für uns alle das größte Rätsel. Ganze Bände sind zu diesem Thema bereits geschrieben worden. Erzwingt sie die Bezahlung, wenn wir sterben? Ergötzt sie sich an unserem Elend, wenn wir leiden? Das weiß niemand. Der Lohn scheint das Risiko aber durchaus wert zu sein. Werde ich eine Nachtigall werden? Ja, das hoffe ich zumindest. Hier entlang, bitte. Okay. Wir folgen dir. Im rasenden Tempo. Rate mal, beim Gildenmeister wird ja entweder wir oder Björn, unser, oder Brynjolf. Wahrscheinlich eher Brynjolf, weil wir würden wohl kaum die Gilde übernehmen. Das wäre mal wieder viel zu viel Arbeit. Ich meine, wer hat nochmal die dunkle Bruderschaft übernommen? Ich erinnere mich nicht. Die hat auch irgendwer übernommen. Aber ich meine nicht wir. Oder haben wir die dunkle Bruderschaft übernommen? Ich weiß es nicht mehr. Ist zu lange her, schon über ein Jahr. Das ist also die Nachtigallhalle. Ich habe davon gehört, als ich in die Gilde eintrat, aber nie wirklich daran geglaubt. Der Gedanke, dass es sich bei den Nachtigallen nur um einen Mythos handle, wurde absichtlich in der Gilde verbreitet. So wurde die Aufmerksamkeit von unserem wahren Wesen abgelenkt. Was ist denn, Brynjolf? Ich kann schon fast hören, wie ihr die Stirn runzelt. Ich versuche zu verstehen, warum ich hier bin, Mädchen. Ich bin kein Priester und ganz bestimmt nicht religiös. Warum also ich? Es geht hier nicht um Religion, Brynjolf. Es geht ums Geschäft. Können wir ein bisschen schneller machen? Dies ist die Nachtigallhalle. Seit über einem Jahrhundert seid ihr der erste Uneingeweihte, der einen Fuß hier hineinsetzt. Wenn ihr nun beide zur Rüstkammer gehen würdet, um eure Nachtigallrüstung anzulegen, können wir mit dem Eid beginnen. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Rüstungsstein? Aktiviere den Rüstungsstein. Lege die Nachtigallrüstung an. Okay, ich muss sie anscheinend jetzt wirklich einmal auf jeden Fall komplett anlegen. Auch wenn ich sie später wieder ausziehe. Wait, what? Schlossknacken leichter. Einhändig. Moment mal eben. Ich mache kurz meine Hand. Wo sind meine Handschuhe? Okay. Illusionszauber kosten weniger. Aha. Du trägst zu viel. Ha! Merk mich. Steigert die Ausdauer, steigert die Frostresistenz. Nachtigallstiefel, der Träger kann sich lautlos bewegen. Okay.
Das hatten wir auch schon mit Dingens. Ich kann mal eben ganz kurz das irgendwas. Tschüss. Ich kann auch mal wieder Zutaten schlucken, fällt mir gerade auf. Den Sachen, wo überall. Ja, genau. Okay. Na, tut's gut. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. What the hell? Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Was zum Teufel ist das? Diese ganzen Informationen verwirren euch etwas, nicht wahr? Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Ich bin bereit, jo. Ihr scheint bereit für den Eid zu sein. Wie oft willst du mir das noch sagen? Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Geht die Halle hinunter, wenn ihr soweit seid. In Ordnung. Wir haben die Sachen an. Und jetzt? Ist in Ordnung, aber eine Nachtigall zu werden, so haben wir nicht gewettet. Damit wir auch nur hoffen können, Mercer zu besiegen, müssen wir Nocturnal auf unserer Seite haben. Wenn sie euch als einen der ihren akzeptieren soll, dann muss eine Vereinbarung getroffen werden. Welche Art von Übereinkunft? Ich muss die Bedingungen wissen. Die Bedingungen sind ganz einfach, Brynjolf. Nocturnal wird euch gestatten, eine Nachtigall zu werden und eure Fähigkeiten für alles zu nutzen, was ihr wollt. Und im Gegenzug müsst ihr ihr die im Zeit Leben läuft gegen und Tod ist als immer noch Wächter da draußen. Des Dämonen. Langsam loslegen. Einen Haken gibt es immer, aber zu diesem Zeitpunkt gibt es nicht mehr viel zu verlieren. Wenn es das Ende von Narsa bedeutet, bin ich dabei. Was ist mit euch? Seid ihr bereit, euren Eid gegenüber Nocturnal abzulegen? Wurde auch frei. Zeit, ja, ich bin bereit. Gut. Wenn ich das Tor öffne, stellt euch bitte auf den westlichen Kreis. Nie ohne Seife waschen, alles klar. Die Zeit läuft und Mercer ist immer noch da. Der westliche ist da. Wir sollten langsam loslegen. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Wow. Ihr seid bereit für den Eid. Ihr seid bereit für den Eid. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Jetzt immer, wenn ich... Wir sollten ihr vertrauen und in das Geschäft einwilligen. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ja, ich spreche euch doch gar nicht an. Hab ich irgendwie ein E auf Dauer oder was? Was ist denn los? Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Ich guck euch doch nur an. Darf ich euch nicht angucken? Holy crap. Wir reden, wenn der Eid abgelegt ist. Okay, ich hab's verstanden. Der Dunkelheit und Gebieterin der Schatten. Hört mich an. Ah, Kalia. Ich hatte mich schon gefragt, wann ich wieder etwas von euch hören würde. Ihr habt wohl etwas verloren. Meine Gebieterin, ich vertraue mich eurer Gnade an und übernehme die Verantwortung für mein Versagen. Ihr seid bereits mein, Kalia. Eure Bedingungen sind schon vor langer Zeit ausgehandelt worden. Was könntet ihr mir jetzt noch anzubieten haben? Ich habe zwei andere, die den Eid leisten und die euch im Leben wie im Tod dienen wollen. Ihr überrascht mich, Kalia. Dieses Angebot fällt eindeutig zu meinen Gunsten aus. Mein Wunsch nach Mercers Ableben übertrifft mein Verlangen nach Reichtum bei weitem, euer Gnaden. Rache. Wie interessant. Also gut, die Bedingungen sind akzeptabel. Ihr dürft fortfahren.
Lady Nocturnal, wir nehmen eure Bedingungen an. Wir weihen uns euch sowohl als Rächer als auch als Wächter. Wir werden unsere Vereinbarung in diesem Leben wie im nächsten einhalten, bis eure Bedingungen erfüllt sind. Also gut. Ich ernenne eure Eingeweihten zu Nachtigallen und stelle bei euch den gleichen Status wieder her, Kalia. Und in Zukunft solltet ihr mich lieber nicht noch einmal enttäuschen. Vertrauenserweckend. Sehr vertrauenserweckend. Nun, da ihr den Eid geschworen habt, ist es an der Zeit, euch den letzten Teil des Rätsels zu enthüllen. Mercers wahres Verbrechen. Hat er noch mehr getan? Mercer konnte nur deswegen ohne zwei Schlüssel die Schatzkammer der Gilde aufschließen, weil er etwas aus dem Dämmergrab gestohlen hatte. Den Skelettschlüssel. Dadurch hat er unsere Verbindung mit Nocturnal aufs Spiel gesetzt und im Grunde bewirkt, dass uns das Glück ausgegangen ist. Dieser Schlüssel passt also zu jedem Schloss? Das schon. Aber bei dem Schlüssel geht es nicht nur um physikalische Hindernisse. Wir alle verfügen über Fähigkeiten, die wir noch nicht nutzen. Das Potenzial, große Macht auszuüben, ist tief in uns verborgen. Sobald ihr versteht, dass der Schlüssel auf diese Eigenschaften zugreifen kann, wird das Potenzial grenzenlos. Okay. das klingt, als sollte ihn besser niemand besitzen. Gut, dann versteht ihr also, warum es hier um mehr geht, als nur um Mercers Gier nach Macht. Wenn der Schlüssel nicht in sein Schloss im Dämmergrab zurückgebracht wird, wird für die Gilde nichts mehr so sein, wie es war. Ich will den nochmal haben. Mit der Zeit würde unser Glück schwinden, bis praktisch nichts mehr übrig wäre. Und ob es euch bewusst ist oder nicht, unser verblüffendes Glück ist für unser Gewerbe schon sprichwörtlich. Das erste Mal, dass ich losziehe, um etwas zurückzugeben. Wohl wahr. In unserer Branche geht es selten darum, einen gestohlenen Gegenstand seinem rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Bevor wir abreisen, möchte Brynjolf noch etwas Geschäftliches besprechen. Ihr solltet euch anhören, was er zu sagen hat. Hör zu, Mädchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Die Führung der Gilde. Was? Ja, mach doch. Hör zu, Mädchen. Eines müssen wir noch klarstellen, bevor wir uns Mercer schnappen. Warum erzählt ihr mir das? Kalia und ich haben vor eurem Eintreffen lang darüber gesprochen. Dank eurer Leistungen wurde Mercers Verrat aufgedeckt. Nachdem wir uns mit ihm befasst haben, müssen wir nur noch die Gilde zur alter Stärke zurückbringen. Wir beide glauben, dass ihr das Potenzial besitzt, Mercers Nachfolger als Anführer der Diebesgilde zu werden. Ich? Warum nicht ihr? Ich bin schon lange dabei, mein Freund. Sehr lange. Ich habe den Adligen ihre Schätze gestohlen und Priestern Morde angehängt. Ich mache meine Sache gut und bin vielleicht sogar einer der Besten. Aber das ist alles, was ich kann. Ich bin kein Anführer. Ich hatte nie das Verlangen und es war mir auch nie wichtig. Ich will es nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich wurde schon so tat, dass ihr fragt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Komm. Nun ja, wir haben vor eurer Beförderung erst noch einen kleinen Auftrag zu erledigen. Werdet jetzt also nicht sentimental. Einfach schon. Dann steht es fest. Wenn alles vorbei ist und Delvins Kontakte mir versichern, dass wir in Himmelsrand wieder Fuß gefasst haben, befassen wir uns mit den Einzelheiten. Bis dahin haben wir noch viel Arbeit vor uns. Er rennt muss zur Uni. Dann sollten wir keine Zeit verlieren. Ich habe mich mit den Plänen befasst, die ihr uns gebracht habt, und bin mir sicher, dass die Augen der Falmer sich in den Zwergruinen in Irkintand befinden. Kalia und ich werden euch dort treffen. Macht euch bereit, Mädchen. An den Kampf wird man sich lange erinnern. Wie ich euch Feuerbälle in den Rücken geschossen habe? Juhu! Alles klar. Wir werden hier beim nächsten Mal weitermachen. Bis dahin, viel Spaß mit den Videos. Euer Hedi.